So, hallo. Nach dem sehr, sehr aufwendigen Kochen vom letzten Mal gibt es heute mal wieder einen ganz normalen Videolog von mir. Was gibt es zu berichten? Wir haben ein paar Tage vor Fastenende. Ja, und interessiert mich nicht. Gut, aber dazu werde ich später noch was sagen. Jetzt in einem der nächsten Videos. Gut, was habe ich gemacht? Gestern, oh, ich habe gestern was ganz Ausgezeichnetes gemacht. Eigentlich. Rein theoretisch was Ausgezeichnetes. Und zwar Spaghetti bzw. Nudeln mit Carbonara-Soße. Aus dem Buch Vegan for Fun vom Attila Hildmann. Kann ich echt empfehlen. Es sind wirklich coole Sachen drin. Mal ein bisschen Werbung machen. Und gestern gab es dann, passt auf, Pasta Carbonara. Wo ist es? Hier. Na, komm hier. Geht super leicht. Super leicht. Also das ist sowas von easy. Leider ist es mir misslungen. Ja, es hat super geschmeckt. Aber ich habe, da kommt Sojasahne rein und ich habe es einfach zu lange köcheln lassen, sodass dann ja, sich die Sojasahne zersetzt hat, grisselig geworden ist und das Fett sich abgesetzt hat. Das war dann nicht mehr so toll. Aber bevor es so war, war es echt super einfach und lecker. Total lecker. Man hat keinen Unterschied geschmeckt zu konventioneller Soja. Quatsch. Carbonara-Soße. Das Buch kann ich empfehlen. Kostet 25 Euro. Ich zeige es euch nochmal. Vegan for Fun von Attila Hildmann. Sehr cool. Gibt übrigens genug wirklich sehr gute Literatur darüber. So, ja, und ich wollte mal Fragen beantworten. Es sind ja unheimlich viele Fragen gekommen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das alles schaffe diese Woche, in diesem Video jetzt. So, die erste Frage war, wie reagiert meine Umwelt auf die vegane Ernährung? Ja, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, zusammenfassend gesagt, wird es belächelt, es wird belächelt, ja. Es gibt Leute, die finden das gut und fragen dann und haben Interesse, aber trotzdem kriegt man dann immer wieder zu hören, ja, bald ist ja die Fastenzeit vorbei, dann hast du es ja geschafft. Ich verstehe das nicht. Was gibt es denn daran, sich zu quälen? Also, was heißt geschafft? Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, aber ich bin dann noch nicht fertig damit. Und ich bin sehr gespannt, wie die Leute darauf reagieren, wenn ich ihnen sage, ich mache weiter. Wie, du machst weiter? Die halten das ja alle nur, viele halten es wirklich für so Spinnerei. Ich verstehe das einfach nicht. Wenn man sich nur so ein bisschen, nur so ein bisschen damit auseinandersetzt, was das alles für gute Sachen sind, die man da macht, was man sich und der Umwelt und allem möglichen Gutes tut, dann gibt es da nichts mehr, worüber man lächeln kann, sondern sollte man sich wirklich schämen, wenn man es nicht macht. Oder wenn man zumindest nicht wenigstens vegetarisch ist. Man sollte sich in Grund und Boden schämen, wenn man Fleisch isst. Ne? Und da gibt es auch gar keine guten Argumente für. So, jetzt schweife ich aber schon wieder ab. Wie reagiert meine Umwelt? So reagiert meine Umwelt. Ja. Bist du in der Ernährung vegan oder auch im Leben? Also weniger Leder und so. Ich bin im Moment hauptsächlich in der Ernährung vegan. Leder kann ich mir eh nicht leisten. Und würde ich mir jetzt sowieso auch nicht mehr kaufen. Das dazu. Kosmetika benutze ich nicht. Und meine Frau, gut, wir achten schon drauf, ob irgendwo irgendwelche tierischen Sachen drin sind, ist klar. Aber haben wir auch vorher schon gemacht. Ansonsten, Ernährung, Leben, Wolle, Wolle. Wolle ist noch so ein Thema. Ich glaube, Wollsachen werden wir auch von später noch kaufen. Ganz einfach. Weil ich da die Argumentationskette auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Was war bisher dein seltsamstes Erlebnis als Veganer? Also wirklich seltsame Erlebnisse habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Es gibt viele nervige Erlebnisse, davon habe ich schon erzählt. Und seltsam könnte man vielleicht bestimmte Dinge bezeichnen, die mich sehr überrascht haben. Positiv, was vegan ist, was man so in der Regel kaufen kann. Und
was es für gute Alternativen gibt. Zum Beispiel habe ich heute mir Kaba-Erdbeer geholt. Das ist vegan an sich. Und mit Sojamilch, Alpro Sojamilch zusammen, schmeckt das astrein wie Kaba-Erdbeer mit normaler Kuhmilch. Zum Beispiel, das finde ich seltsam, dass das eigentlich überhaupt gar kein Unterschied großartig ist. Ein bisschen seltsam finde ich auch die Diskussion von Fleischessern, diese Rechtfertigung, in die die sich direkt bringen, wenn man sagt, ich ernähre mich vegan oder vegetarisch. Ja, ich könnte das nicht. Und dann fangen sie an zu lamentieren und zu erzählen, bla 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 bla. Ja, ich weiß ja auch, dass es eigentlich nicht so gut ist und so, aber ich könnte das nicht. Es schmeckt halt so gut. Ne? Die einzigen beiden Argumente, ach, das sind überhaupt gar keine Argumente. Das finde ich ein bisschen seltsam, dass sich da tatsächlich so wenig Gedanken drum gemacht wird. Aber auf der anderen Seite wundert es mich auch nicht, weil wir wachsen in dieser Kultur auf, sind in dieser Kultur, Fleischesserkultur aufgewachsen. Und die letzte Frage: Von welchem Nahrungsmittel vermisse ich eine vegane Alternative? Toffifee, Toblerone, Lachs. Zu diesen Sachen gibt es zwar bestimmt irgendwelche Alternativen. Ich wette, es gibt auch irgendeinen Fischersatz vegan, aber kommt natürlich, es kommt ganz realistisch gesehen niemals an den echten Lachs heran. Lachs werde ich natürlich auch demnächst nicht mehr essen. Mache ich ja sowieso im Moment nicht mehr. Ja, das sind so Sachen, Toffifee und so habe ich so gern gegessen. Kann man sich bestimmt selber machen. Man kann es sich aber nicht mal gerade kaufen. Es sind so einige Süßigkeiten insgesamt, die ich, ja, wo ich keine Alternative zu habe. Aber auf der anderen Seite ist es auch eigentlich nicht schlimm. So, das war's für dieses Mal. Ich denke, wir sehen uns dann am Sonntag wieder, wenn die Fastenzeit vorbei ist. Ich muss noch mal gucken, ob die wirklich am Sonntag endet oder am Montag, die Fastenzeit. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Und dann werde ich mal ein Resümee ziehen. Ja? Bis dann. Ciao.